Ahoi Leute, ich bin Atze der Buschpirat. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem kleinen Video. Und zwar soll es endlich mal wieder um Ausrüstung gehen. Und zwar möchte ich euch heute Kooperationspartner von mir vorstellen, ein bisschen was dazu erzählen und warum ich diese Ausrüstung ausgewählt habe. Und wenn ihr wissen wollt, um wen es sich handelt und um welche Ausrüstung, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja, wenn man Werbevideo und Kooperationspartner hört, dann klingeln natürlich gleich die Alarmglocken bei so manchem. Deswegen möchte ich ganz kurz am Anfang schnell ausholen, wie ich so die Sache mit Kooperationspartner sehe, dass ihr da ungefähr wisst, wie ihr mich einschätzen könnt. Und zwar, wenn man einen YouTube-Kanal hat, dann fängt es sehr, sehr, sehr früh an, dass man unzählige E-Mails bekommt mit: Möchtest du diese Powerbank testen? Möchtest du dieses Messer testen? Willst du diese Taschenlampe testen? Willst du hier diese Isomatte testen? Und ich persönlich bin kein Ausrüstungstester, also mir macht es nicht so viel Spaß, viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich möchte mir eigentlich nur die Ausrüstung besorgen, egal ob jetzt kaufen oder über einen Sponsoring, die ich auch dann wirklich in meinem alltäglichen Outdoor-Leben gebrauche. Deswegen lehne ich solche Anfragen kategorisch ab. Aber es gibt natürlich so bestimmte Ausrüstung, die mir sehr gut gefällt, die ich auch gerne in mein Outdoor-Repertoire, Ausrüstungsrepertoire gerne aufnehmen würde. Und deshalb schreibe ich manche Firmen initial an. Also das heißt, ich schreibe eine schöne E-Mail, stelle mich kurz vor, meinen YouTube-Kanal und frage, ob da Interesse an irgendeiner Art von Kooperation besteht. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich ja keine Reviews gegen Produkt mache. Das heißt, da gehört schon ein bisschen Überzeugungsarbeit dazu, dass die Firmen dann auch sagen, ja okay, mach kein Review, wenn es dir gefällt, dann wirst du es eh in deiner Ausrüstung dabei haben und wenn es dir nicht gefällt, dann ja, keine Ahnung, dann schickst du halt wieder zurück. Dieses Vertrauen, das finde ich klasse und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Video, weil es handelt sich hierbei nicht um große Firmen, sondern um ganz kleine Handwerksbetriebe teilweise. Und die möchte ich mit diesem Video, die wissen nichts davon, dass es dieses Video gibt, möchte ich einfach mal Danke sagen. Und ich bekomme einfach von vielen von euch Nachfragen bezüglich Ausrüstung und dass häufig auch Ausrüstung dabei, die ich von diesen Partnern habe. Deshalb habe ich mir gedacht, ich stelle euch die mal vor und mache wirklich mal richtig Werbung, rühre die Werbetrommel genau für diese Unternehmen. Und ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und ihr könnt ja wie immer auch, wenn ihr noch Fragen dann dazu habt, in die Kommentare eure Frage stellen. Genau, oder schaut auch, wenn ihr Interesse an den Firmen, an den Produkten habt, einfach mal in die Videobeschreibung, da werde ich die Sache noch verlinken. Ich werde mal anfangen mit einem Online-Shop und Ausrüstungsentwickler, den viele von euch wahrscheinlich schon kennen werden, unter Herzlich willkommen im Spezialdepot. Genau, der erste Gruß geht raus an den Uli Dehler. Uli, ich grüße dich. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht so auf den Online-Shop vom Uli eingehen. Den könnt ihr euch mal anschauen. Also der hat da ganz, ganz, ganz viel Outdoor-Ausrüstung, die er dort in seinem Shop anbietet. Aber warum mir die Sachen vom Uli so gut gefallen, bestimmte Sachen davon, ist, dass er auch eine Eigenlinie hat. Das werde ich euch unten verlinken. Da hat er so eine eigene Kategorie in seinem Online-Shop. Da sind nur Produkte drin, die er selber entwickelt hat. Also er und manchmal auch noch mit anderen Leuten zusammen. Da gibt es Messer, da gibt es Outdoor-Nahrung und vieles mehr. Also schaut da mal rein, das ist echt cool. Ich möchte aber euch was ganz was Bestimmtes vorstellen. Das seht ihr hier schon im Hintergrund. Und zwar ist das das Paddock Shelter System vom Uli. Das hat er mit einem Kollegen zusammen entwickelt und das ist ein modulares Tarp Shelter System. Das besteht aus vielen Komponenten. Ich habe da auch nicht alle davon, aber das, was ich habe, macht einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck und mir gefällt es daran so gut, dass man da auch sehr viel sich selbst zusammenstellen kann. Also dieses Paddock System besteht zum einen aus diesen Lavus hier. Ja, diese Halbtippis, dann gibt es dort diverse Anbauteile, Dreiecke. Es gibt dann
noch so ein richtiges A-Frame Tarp Shelter mit geschützten Seitenwänden. Es gibt dann noch so ein Poncho, den man da auch integrieren kann. Und alle Tarp-Teile sind miteinander kombinierbar. Das heißt, ich kann hier ein zweites LaVue vorne hinsetzen, habe dann ein Tipi. Ich kann dazwischen dieses normale Tarp-Shelter, A-Frame-Shelter noch mit einklinken mit den Reißverschlüssen. Dann habe ich so ein auseinandergezogenes Riesentippi für ganz viele Leute. Also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Und qualitativ sind die Dinger absolut in Ordnung. Preis-Leistung passt super. Ich hatte auch schon mit dem Uli im Gespräch, dass vielleicht die Reißverschlüsse, die könnten etwas stabiler sein. Aber man muss einfach vorsichtig mit den Sachen umgehen. Und dann passt das auch. Also absolute Top-Empfehlung von mir. Ich nutze ja auch dieses Mückenshelter. Habt ihr auch schon in vielen Videos von mir gesehen. Das nutze ich auch schon seit Jahren. Ist auch in meinem Sommersetup fest integriert. Und könnt auch auf meiner Webseite mal nochmal nachschauen, da sind die ganzen Sachen auch nochmal aufgezeigt. Und das ist genauso integrierbar in dieses ganze Paddock-System. Ist hier innen drin auch etwas bedampft für die Reflexion von der Wärme, aber man muss natürlich trotzdem aufpassen. Also Uli, du wirst wahrscheinlich einen Schreikrampf kriegen, weil das Feuer hier so dicht dran ist. Also auch diese Reflexionsschicht ist keine Feuerschutzschicht, also man muss da wirklich aufpassen, dass da keine Glut draufkommt, weil sonst gibt es hier bei jedem anderen Tab auch Löcher. Ja, das Tarp-System, das Paddock-System vom Uli Dehler. Dann Uli, vielen herzlichen Dank nochmal für die gute Zusammenarbeit. Wie gesagt, wenn ich mal bei dir in der Nähe bin, komme ich mal auf einen Kaffee vorbei und sei herzlichst gegrüßt. Ja, das zweite Unternehmen, was ich hier mit diesem Video vorstellen möchte und auch grüßen möchte, das ist das Unternehmen Jürtenland. Haben vielleicht auch schon einige von euch gehört. Jürtenland ist auch eine ganz kleine Manufaktur, die spezialisiert darauf sind, Koten und Jürten zu produzieren und zu vertreiben und zu beraten, wie man am besten solche ganzen Zeltstädte aufbaut. Also die sind da voll in dem Thema drin. Und der Ralf von Jürtenland, sei gegrüßt, lieber Ralf. Mit ihm habe ich auch schon sehr, sehr, sehr lange Kontakt. Und Jürtenland, ja, hat auch ein paar Produkte, die so gerade in so einem Outdoor-Leben einem sehr hilfreich sein können. Und zwar gibt es zum einen, der Ralf hat inzwischen, glaube ich, auch einen Bushcraft-Rucksack aus Kotenstoff im Angebot. Und vor allem, was ich eben verwende, das sind diese Biwaksäcke von Jürtenland. Die sind auch aus so einem Kotenstoff. Die sind dadurch jetzt auch nicht feuerfest. Ich meine, Baumwolle, wenn da wirklich Glut drauf liegt, kriegt auch irgendwann ein Loch, aber es dauert halt einfach ein bisschen länger. Die sind also dafür gemacht, wenn man gerade hier so neben einem Feuer schläft. Ich glaube, dieser Biwaksack, der ist jetzt nicht dafür gemacht, um im Regen draußen zu liegen. Er hat auch hier so eine Öffnung, die man auch nicht komplett schließen kann, sondern das ist so ein klassischer Ich schlaf am Feuer Biwaksack. Aber was noch ganz cool ist, er hat hier unten so einen richtig festen Zeltstoff, so eine Kunststoffzeltbahn. Also man bräuchte eigentlich gar keine Unterlegplane. Man hat einfach in dem Dings richtig schön viel Platz. Ich habe den normalen und den XL dann für mein Winter-Setup, weil ich da einfach dann mehr mit reinnehmen kann. Der dicke Schlafsack, dass der nicht so komprimiert wird. Und ist auch hier von der Verarbeitung hier schön das Logo Jürtenland. Gut verarbeitet, guter Reißverschluss, fühlt sich sehr, sehr, sehr hochwertig an und ist ein ganz toller Biwaksack. Vom Ralf habe ich auch noch das 3x3 Tarp aus Kotenstoff bekommen. Das ist nochmal so ein richtig, richtig schweres Tarp, das dafür konzipiert ist, wirklich am Feuer aufgespannt zu werden. Richtig robust und schwer, ganz schön viele Abspannpunkte und auch eine ganz, ganz tolle Qualität. Also wer so ein bisschen auf so Stoffsachen steht, der kann auf jeden Fall mal bei Jürtenland, beim Ralf vorbeischauen. Er gibt auch super Support. Auch einfach mal bei seinem Online-Shop einfach mal reinschauen, ein bisschen stöbern. Er hat noch ein bisschen so ein paar Zubehörsachen dabei, wie hier so eine Feuerhandlaterne zum Beispiel. Solche Sachen kriegt man bei ihm, wenn man so gemütlich ein Lager einrichten möchte. In diesem Sinne, Ralf, auch dir ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit
Und ich wünsche dir und Jotunland für die Zukunft alles Gute. Das nächste Unternehmen ist auch eine ganz kleine Manufaktur, die in Handarbeit Rucksäcke herstellen in Tschechien. Der Thomas. Hi Thomas, beste Grüße auch zu dir. Und da habe ich auch ganz, ganz, ganz viele Anfragen bekommen. Und zwar, ich habe die Rucksäcke von Crown Gear. Den habt ihr auch schon in einigen Videos von mir gesehen. Und ihr wisst ja, ich bin ja so ein Rucksackliebhaber, wobei ich mich jetzt von einem trennen musste, weil ich ja in meinem Kleiderschrank unten, wo ich meine Rucksäcke liegen habe, der war einfach zu voll. Und ich habe das erste Mal die Crown Gear Rucksäcke, das ist der Vagabond, habe ich zum ersten Mal auf Instagram gesehen. Da habe ich mir gedacht, boah, cool, ja, das habe ich ja sonst noch nie irgendwie bei Kollegen gesehen. Ich glaube, der Sven von Outer Minimalist, grüße an dich Sven, der hat da schon mal was vorgestellt gehabt, aber ich hatte den Namen einfach nicht im Kopf. Dann habe ich diesen Thomas einfach angeschrieben, habe gemeint, hey, wie sieht's aus? Die Rucksäcke sind richtig cool, ich bin der und der. Hätte Bock drauf, mal so einen Rucksack zu testen, und ich bin Rucksackliebhaber und mir fehlt einfach so ein uriger Rucksack noch einfach in meinem, in meiner Rucksacksammlung, sage ich jetzt mal. Und da war er gleich voll begeistert davon, hat mir den Rucksack zugeschickt. Ich habe ihm ein eigenes Review-Video, also ein privates Review-Video gemacht zu dem Rucksack, wo ich noch ein paar Verbesserungsvorschläge ihm zugeschickt habe. Da hat er ein paar auch schon übernommen. Also auch eine ganz, ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Und ja, sowas freut mich dann, gerade bei solchen kleinen Firmen, wenn man da auch ein Feedback, wie beim Uli auch, oder auch beim Ralf, wenn da irgendwas nicht passen würde, würde ich sagen, hey, hier ist mein Feedback. Klar, entweder verwendest du es oder halt nicht. Aber es ist schön, wenn man einfach mit den Leuten telefonieren kann. Man steht im E-Mail-Kontakt direkt mit den Inhabern. Das ist also wirklich super genial. So macht Kooperation auch wirklich Spaß. Das ist ein Rucksack aus einem ganz gewachsenen, schweren Leinenstoff. Also ein unglaublich cooles Teil einfach, wenn man so einfach sich mal in Hobo und einen Topf einfach mal reinschmeißt, ein bisschen Wasser und was zum Kochen auf den Rücken und ab in den Wald, kleines Tarp aufspannen. Genau dafür ist dieser Rucksack eigentlich gemacht. Also wer auf so Retro-Sachen steht, der kann gerne mal bei Crown Gear vorbeischauen. Die haben auch ein paar Bekleidungssachen. Und ich bin mir sicher, da wird in Zukunft noch einiges kommen. Ich stehe da im regen Kontakt mit dem Thomas. Wir tauschen uns aus. Er wird mir mal vielleicht noch was zum Anziehen mal zuschicken, zum Ausprobieren. Wäre vielleicht auch mal echt eine coole Alternative aus so gewachsenen, schweren Stoff hier. Und da freue ich mich ganz arg. Und auch an dich, Thomas, die besten Grüße. Und wie gesagt, alle Links zu den einzelnen Herstellern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sage ich lieber einmal zu oft, weil dann kommen wieder die Anfragen, hey, hast du mal einen Link? Und dann kann ich wieder antworten, schau doch in die Videobeschreibung. Und dann heißt, oh, hätte ich ja mal machen können, da steht ja alles. Deswegen hier nochmal dazu gesagt, und wir sind ja hier in einem fetten Werbevideo. Und da können wir Werbung machen, bis es uns schlecht wird oder bis es mir schlecht wird. So, Vagabond, Crown Gear, geile Rucksäcke, geile Manufaktur aus Tschechien, alles Handarbeit. Super genial. So, wen möchte ich jetzt noch grüßen? Eine ganz neue Kooperation, auf die ich mich riesig freue. Und zwar habe ich im letzten Herbst Grützibäck angeschrieben. Die kennt ihr bestimmt auch. Ist eine, auch eine ganz, ganz, ganz kleine, ein kleines Drei-Mann-Unternehmen, Inhaber und noch zwei Angestellte, so wie ich das überrissen habe, die halt zumindest den Kern von Grützibäck bilden im bayerischen Hinterland. Und die Schlafsäcke habt ihr ja auch schon viel in anderen Videos gesehen. Und die haben im letzten Jahr diesen Nature rausgebracht, der rein aus Naturmaterialien ist. Und ich habe damals den Markus, den Inhaber, angeschrieben, habe ihm von einem Videoprojekt erzählt, was ich machen möchte. Das ist auch noch offen, also das wird vielleicht auch erst im Herbst oder im nächsten Frühjahr passieren. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mir den Nature dafür zur Verfügung stellen möchte.
Wir haben dann auch telefoniert und uns ausgetauscht und er hat dann auch gemeint, hey, coole Idee. Ja, da hat er Bock drauf, da passt auch sein Unternehmen dazu und er schickt ihn mir zu. Das hat er getan und dieser Nature, Leute, klar, riesen Packmaß, schwer, aber der ist so genial. Der ist aus so einem ganz, ganz, ganz tollen Baumwollstoff, hat auch diese Down-Wool-Füllung hier mit Knöpfen versehen und der ist, Moment, der ist ganz, ganz, ganz groß überlappend, weil man eher keinen Reißverschluss hat, dass man hier auch keine Kältebrücke irgendwie bekommt und dadurch ist es fast wie eine Riesendecke. Boah, in dem Teil schläft sich so geil, also wirklich. An, ich weiß jetzt nicht, wer von euch an der Entwicklung von dem Schlafsack mitbeteiligt war, wahrscheinlich alle. Ein super geiles Teil. Also das ist wirklich richtig, richtig geil. Und wie ihr wisst, habe ich ja vor kurzem mir ein Boot gekauft und bin jetzt mehr auch auf dem Wasser unterwegs, auch mit Übernachtung. Und da ist die Umgebung einfach ein bisschen feuchter. Und dann ist mir sind mir Gedanken gekommen darüber, dass bei Kürzibäck die Schlafsäcke aus diesem Down-Wool sind, also eine Mischung aus Daune und Wolle, die Daune zur besseren oder zur besten Isolation und die Wolle, die Feuchtigkeit etwas von der Daune weghält. Ihr könnt das auf der Webseite von Kürzibäck genau nachlesen, wenn euch das interessiert, wie dieses Down-Wool genau ist. Und da habe ich dann nochmal den Christian, also hier grüße ich auch den Christian, nochmal angeschrieben und wir haben sehr, sehr, sehr lange telefoniert. Wir waren gleich auf der gleichen Wellenlänge. Wir haben uns ausgetauscht über jegliche Outdoor-Themen. Und ich habe ihn gefragt, ich habe Lust für meine Kanutour ein bisschen was Robusteres, also ein bisschen vielleicht eine optimiertere Daune zu nehmen. Und er hat dann gemeint, ich kann auch den Schlafsack mal ausprobieren, der ja nur mit Wolle gefüllt ist. Aber der ist dann auch wieder eigentlich viel zu groß, auch zu schwer, weil selbst mit Kanu hat nicht so ewig viel Platz und Gewicht spielt ja schon auch mit eine Rolle. Und jetzt werde ich mal diese Down-Wool-Schlafsäcke, speziell das beim Kanufahren, auch mal testen. Aber die werde ich auch auf normalen Touren einfach mal ausprobieren, weil es mich einfach tierisch interessiert, weil ich mich mit Schlafsäcken nicht so wirklich gut auskenne. Und gerade dieses Down-Wool nochmal so vom Schlafklima her und so, das ist in diesem Nature auch mit drin. Also das ist schon echt richtig geil. Und auf diese Zusammenarbeit freue ich mich auch riesig, weil dieses Gespräch mit dem Christian, das hat wieder so viel Spaß gemacht. Er hat dann auch gesagt, hey, und wenn dir irgendwas auffällt an den Schlafsäcken, was du vielleicht anders machen könntest, wir freuen uns, wenn wir Feedback bekommen und das ist eine richtig coole Geschichte. Und ja, das motiviert mich auch total, sowas mal auszuprobieren und einfach auch dieses Feedback dann zu geben. Einige wissen ja von euch, ich bin ja im Prinzip Ingenieur und bin natürlich auch immer so auf so einem Optimierungsfilm. Stresst mich manchmal ungemein, aber ich kann da nicht aus meiner Haut raus. Wenn ich irgendwo was sehe, dann fallen mir gleich so Kleinigkeiten auf. Und ich finde es halt geil, wenn man das dann auch an die Firmen dann weitergeben kann. Also von Kürzibäck, da wird auch, werde ich einiges testen jetzt in nächster Zeit und da freue ich mich einfach riesig drauf. In diesem Sinne schicke ich raus die Grüße an den Christian. Danke für das tolle Telefonat und ich freue mich schon aufs nächste Telefonat. Auch an den Markus, an den Inhaber von Kürzibäck und unbekannterweise auch an die Regina. Vielen Dank, dass ihr auch so gerne meinen Kanal schaut und dass wir so jetzt zusammengekommen sind. Das finde ich schon richtig cool und da freue ich mich auch drauf. Also Grüße gehen raus an Kürzibäck. Ja, Leute, habe ich noch was für euch? Klar, ich grüße hier natürlich auch den Sven von Amazonas, aber will ich jetzt hier nicht weiter in dem Video drauf eingehen, weil da gibt es ein eigenes Video, verlinke ich euch oben mal, bezüglich Hängematten. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte und deswegen grüße ich hier auch natürlich den Sven von Amazonas. Ja, Leute, und dann wird es schon langsam eng mit Kooperationen. Ich merke gerade, ich lasse hier voll die Hose runter, aber mein Gott, ist ja nichts dabei. So, das soll es gewesen sein, Leute. Ich hoffe, dieses kleine, prall gefüllte Werbevideo hat euch doch gefallen. Vielleicht ist auch Ausrüstung dabei und Firmen, die ihr so noch nicht kanntet. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr alle Infos. Und ja, steinigt mich nicht, mein Loadout. Ja, ich weiß, das ist jetzt schon über ein halbes Jahr, schiebe ich das vor mir her. Ich habe eigentlich nicht so viel Boxer-Ausrüstungsvideos zu machen. Ich habe auch lange überlegt, soll ich dieses Video machen, aber ich habe einfach Bock gehabt, mal diesen Unternehmen mal Hallo zu sagen und einfach mal für die ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Das kam aus tiefstem Herzen.
Aber jetzt so das normale Loadout, ich werde es machen. Wenn ich es dann mache, wenn ich dabei bin, dann macht es mir auch Spaß. Aber ich weiß noch nicht, wann es kommt. Ich werde es auch nicht irgendwie auf Jahre, sondern es wird halt ein Loadout geben. Das wird ein Loadout 2019 wahrscheinlich heißen. Und da werde ich die Ausrüstung vorstellen, die ich halt momentan einsetze. Weil da ändert sich nicht mehr viel. Genau, also wenn noch Fragen sind, unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, die Alarmglocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch hier aus dem Piratennest die besten Grüße. Ciao.